Danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Ministerin, ich knüpfe da vielleicht gleich an beim Kollegen Otenschläger. Der hat jetzt nämlich gesagt, er will seinen Dank aussprechen an die Lkw-Fahrer und Fahrerinnen. Ich glaube, das muss man unterstreichen und sozusagen drei Rufzeichen dahinter setzen. Ich will aber auch dazu sagen, nur unser Dank wird sozusagen noch nicht reichen. Wenn wir uns wirklich die Situation für die Betroffenen anschauen, ist die teilweise verheerend. Also da fehlen wirklich Klos oder Sanitäranlagen, wo man sich, wenn man da lang unterwegs ist, stundenlang, Tag und in der Nacht, sozusagen duschen kann. Also Frau Ministerin, nachdem das Thema aufgegriffen worden ist, ich denke, da gibt es einiges, was man wirklich noch umsetzen kann, um die Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer und Fahrerinnen, die wirklich EU-weit unterdurchschnittlich sind, zu verbessern. Aber ich komme schon zum Thema. Ganz grundsätzlich, wir haben als SPÖ ein konkretes Ziel. Wir wollen, dass der Transport von Gütern und Waren auf der Schiene stattfindet und nicht auf der Straße. Den Gütertransport also per Zug und nicht per Lkw. Gründe dafür gibt es unendlich viele. Der Lkw-Verkehr ist nämlich eine enorme Belastung in Österreich klimapolitisch. Wir wissen, allein 40% unserer gesamten Verkehrsemissionen stammen vom Lkw-Verkehr. Der Lkw-Verkehr verursacht Luftverschmutzung, der Lkw-Verkehr verursacht auch sozusagen Lärmbelästigung für ganz viele Anrainer und Anrainerinnen quer durch Österreich. Die LKWs führen natürlich mit ihrem schweren Gewicht auch dazu, dass die Straßen besonders belastet sind, die verursachten Fahrbahnschäden und so weiter, die uns kosten. Der LKW-Verkehr kostet uns Milliarden an Sanierungen. Und da habe ich jetzt noch nicht einmal von den vielen, vielen Staus gesprochen, die verursacht werden. Also Sie sehen, die Liste der Probleme des LKW-Verkehrs sind sehr, sehr lang. Und das Problem ist aber, trotz all dieser Punkte, über die wir uns hoffentlich einig sind, ist das Problem, dass der Gütertransport nach wie vor billiger ist per Lkw als per Schiene. Denn all diese Kosten und all diese Probleme, die werden ja abgewälzt auf die Allgemeinheit. Diese Kosten zahlt die Allgemeinheit, die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, und die werden nicht dort, wo sie entstehen, tatsächlich auch durch eine Lkw-Maut beispielsweise eingepreist. Und darauf hat die EU jetzt reagiert und schlägt vor, dass man CO2-Mautaufschläge macht. Erstmals, also dass die, die wirklich besonders viel CO2 ausstoßen, wie zum Beispiel die LKWs, verursachergerecht zur Kasse gebettet werden. Sprich, das, was die SPÖ seit Jahren fordert. Und jetzt gibt es diese Möglichkeit für die Regierungsfraktionen, und die sagen, ja, ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Wir schöpfen diesen Rahmen, den wir auskosten könnten, einfach nicht aus. 200 Euro pro Tonne CO2 könnte die Bundesregierung verlangen bei einem LKW-Verkehr. Deutschland macht das beispielsweise, sie nicht. Nicht einmal die Hälfte von dem sozusagen verlangen wir oder bieten wir die Lkw-Verkehr zur Kasse. Stattdessen beschließen wir da schon wieder irgendeinen lauwarmen Kompromiss. Und Frau Ministerin, ich finde das sehr schade, das ist ein Einknicken vor der Frechterlobby. Das muss man leider so auf den Punkt bringen. Und dadurch entgehen uns ja auch wirklich viele Einnahmen. Wenn wir das mit Deutschland vergleichen und umrechnen auf Österreich, dann lassen wir bis 2026, die Arbeiterkammer hat das errechnet, 1,3 Milliarden Euro liegen. Und wem schenken wir das Geld? Das hat auch der Herr Ottenschläger angesprochen, sozusagen, es muss ja dann irgendwer zahlen. Ja, die Antwort ist auch klar, mehr als 60% der LKWs, die durch Österreich donnern, haben ein ausländisches Kennzeichen. Also sie sozusagen diejenigen, die sie da wirklich schützen, wir sprechen hier zum überwiegenden Teil von ausländischen Unternehmen, die sie nicht zur Kasse bieten, obwohl sie durch Österreichs Straßen rollen. Das ist ein Versäumnis, Frau Ministerin, gerade von einer Verkehrsministerin, von einer Umweltministerin hätten wir uns erwartet, dass sie alles tun, was in ihrer Macht steht, um endlich die österreichische Bahn sozusagen zu unterstützen, den Transport auf der Schiene zu unterstützen. Sie haben selbst im letzten Verkehrsausschuss einen Bericht vorgelegt, der zeigt, dass der Transport der Güter auf der Schiene zurückgeht. Das ist massiv problematisch, und das ist, weil keine Kostenwahrheit herrscht, weil der Lkw-Verkehr nach wie vor billiger ist als der Schienentransport und deshalb, weil er so viel klimaschädlicher ist. Also es gibt dafür eigentlich keine Rechtfertigung. Heute hätten wir die Chance gehabt, hier alle gemeinsam der Frechterlobby die Stirn zu bieten. Es ist sehr schade, dass wir das nicht tun, aber die SPÖ bleibt weiterhin dran. Wir brauchen eine Lkw-Maut, die tatsächlich auch steuert und lenkt und den Warentransport dorthin verschiebt, wo er hingehört, nämlich auf die Schiene. Vielen Dank. Am Wort ist nun Dr. Johannes Markreiter. Bitte, Herr Abgeordneter.